Jo, da sind wir wieder bei Zelda Ocarina of Time und irgendwo hier ist eine Skulptur, an die ich glaube ich noch nicht dran komme. Von daher. Beim letzten Mal haben wir den Wassertempel betreten. Au. Ich muss den richtigen Weg finden. Ich glaube, das ist der untere. Und ja, da ich hier vorher vergessen. Nee, Moment. Nicht hier? Da vorne. Da ich vergessen habe, hier nochmal hinzugehen, nachdem ich den Wasserstand erhöht habe auf die mittlere Ebene, dürfen wir das jetzt nochmal hier machen. Und ich hoffe einfach mal, es ist für einen. Hoppala. Für einen Schlüssel. Und nicht irgendwie nur für eine Truhe mit ein bisschen Geld drin. Die Truhe sieht wichtig aus. Ich hoffe mal, sie ist es. Links von mir ist Wasser. So. Und? Gut. Dann war das doch ganz gut, dass ich nochmal hierher gekommen bin. Okay, jetzt können wir. Ja. Weiter. Oder kann ich hier irgendwo noch hin? Könnte ich theoretisch von hier aus? Nee, kann ich nicht. Außer? Doch, ich könnte zumindest hier rein. Bringt mir das überhaupt irgendetwas? Ich weiß nicht. Schauen wir einfach mal. Moment, hier war ich schon. Oder? War das nicht? Nee, hier war ich schon. Ach, ich bin auf den falschen Gang gegangen, merke ich gerade. Ein Gang weiter wäre das gewesen. Der Gang da vorne. Ups. Schon, ob ich jetzt hier irgendwie weiterkomme oder so, weil das Wasser ein bisschen höher ist. Nein. Weil der Raum von dem Wasserstand anscheinend nicht betroffen ist. Warum auch immer. Also theoretisch, so nach Gesetzen der Physik, dürfte sich dieser Raum da hinten eigentlich auch mit Wasser füllen. Würde ich jetzt mal so behaupten. In meiner jugendlichen Naivität. Aber gut. Lassen wir das mal. Und heben den Wasserstand erstmal wieder auf höchste Stufe. Und schauen mal, was es uns bringt. Au. So. Mal gucken, ob es auch wirklich kein Fehler war, sich da den zweiten Schlüssel nochmal zu holen. Und wo ich den wohl brauchen werde. Wenigstens hat es mich wieder geheilt. So, da könnte ich hin. Da nicht. Hier in der Mitte sind keine Türen. Da könnte ich noch hin. Was mir vielleicht auch irgendwas bringt. Weiß es nicht. Diese Monster, ne? So, schauen wir mal. Bringt es mir was? Könnte den Stein hier unten verschieben. Ah, dann komme ich von. Ah, gut, das heißt, ich glaube, ich muss hier so ein kleines bisschen vorbereiten. Dass, wenn ich später hier hinkomme, dass ich einfach den Stein dann nach links schieben kann. So. Okay. War schon mal gut, dass wir das vorbereitet haben. Dann gehen wir jetzt zur Schlüsseltür. Schwimmen wir ein bisschen schneller dahin. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Schwimmen oder Laufen schneller ist. Ich glaube Laufen. So. Kommt nicht sogar hier schon bald der Miniboss? Ja, ich glaube schon. Da komme ich hier nicht dran. Und hier hin. Ich glaube, die Plattform war auch nicht immer da.
bin zu weit oben. Fahr wieder runter. Komme ich an den schon dran? Jetzt. Und schnell weiter hoch. Bevor ich in den Abgrund geschmissen werde. Noch schneller. Link. Und noch einen. Okay, und jetzt nur noch das letzte. Und ja, ich habe eine Schlüssel. Gut, dass ich den Schlüssel nochmal geholt habe. Kann ich mich einfach abschießen? Ja, kann ich. Ist viel angenehmer. Denken sich, was ist los? Warum sterben meine Leute? Was ist hier nur los? Hä? Was ist los? Tod. Ja, damit hebe ich auch den Wasserstand. Ein kleines bisschen. Moment. Hier will ich den gar nicht gehoben haben. Hier kann er gern wieder runter. Sonst komme ich da, glaube ich, nicht drüber, ne? Ja. Und nochmal. Und dahin. Und wieder runter. Dem Ding auf den Kopf steigen. Und wieder hoch. Wäre der Schalter ein Mensch, würde er sich wahrscheinlich ziemlich verarscht vorfühlen. Vorkommen. Vorfühlen. So. Und nochmal. Wie ziehe ich mich jetzt darüber? Kann ich mich. Okay. Moment. Vielleicht? Ach so. Ja. Ab und zu vielleicht auch mal an die Decke schauen. Wir geben ja sogar Magie hier. Huch, ein riesiger weißer leerer Raum. Na gut, dann gehen wir einfach durch. La 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 la. Hier scheint ja nichts zu sein. Das blockiert die Tür. Finde einen Weg, sie dann noch zu öffnen. Okay. Was ist das? Schwarze Link, besiege deine schwarze Seele. Ich glaube, da habe ich ihn erwischt. Okay, also somit kann ich ihn nicht treffen. Okay. Ich glaube, er hat genauso viel Herzen wie ich, oder? Ich merke gerade... what? Der ist mir auf das Schwert gestiegen. Jetzt wird er aggressiv. Ich merke gerade, der ist ja voll einfach. Einfach die seitlichen Hiebe machen. Au. Danke, Navi, dass du ihn auch endlich anvisierst. Der ist ja wirklich pups einfach. Alles, was ich mache, ist quasi hier nach links und rechts gedrückt halten. Und dann zuzuschlagen. Wow. Selten so einen einfachen Bosskampf gehabt. Ich dachte, der wäre schwer. Also, dass der jeden meiner Schläge abblockt. Aber wenn ich einfach ihn anvisiert habe und dann einfach so schlage. Einfach so quasi nach links und rechts gedrückt halt und dann schlage. Dann trifft man irgendwie fast immer. Okay. Jo. Mein Schatten. Nichts kann mich aufhalten, nicht mal mein Schatten. So, der Enterhaken. Er reicht doppelt so weit wie der Fanghaken.
So, und hier... Vielleicht stehe ich beim besten nicht direkt da drauf, wenn ich Musik gleich spiele. Wie ging das Lied nochmal? Ah. Ich habe es genau andersrum gespielt. Ich habe quasi die Ballade des Kronos gespielt. Du-du-du-du. So, ich glaube... Links davor, ich lasse mich von den Trudeln erfassen. Ja, habe ich auch nicht vorgehabt. Ich glaube, hier war irgendwo noch eine Skulptula. Nee, den Strudel, da möchte ich nicht um. Ja, da vorne ist sie. So. Schauen wir doch mal. Das war Nummer 39 und noch nicht alle. Ah ne, ich weiß auch, wo noch eine ist, auf jeden Fall. So. Kann ich einfach an den Rand entlang? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was tue ich da? Ich drücke den ganzen Tag den falschen Knopf. Ich wollte die Schuhe ausziehen und hol stattdessen mal wieder den Enterhaken raus. Ja. Das war schon fast gut, Link. Na, komm. Achso, so geht's auch. Oh, eine Fee. Habe ich noch eine freie Flasche? Ja. So. Damit haben wir auch unsere kleine Lebensversicherung wieder drin. So, konnte ich mich hier irgendwo hinziehen? Ja, kann ich. Wenn ich auch treffe. Hallo? Danke. Boom. So, und jetzt konnten wir dort abschießen. Ins Auge. Und uns zur Kiste ziehen. Sehr schön. Komm gut voran. Noch ein Schlüssel. Ach, und jetzt sind wir bei dem Raum. Okay. So. Wie weit reicht er jetzt eigentlich? Bis zur Wand hinten hin. Wow. Der reicht echt weit. So, mit dir. Und darüber. Jetzt haben wir den sehr schönen Enterhaken. So, wieder hoch. Ja, jetzt können wir auch da hinten in einen Raum gehen, bei dem ich am letzten Mal nicht hin konnte. Und zwar... Der hier quasi direkt gegenüber ist. Wobei, ich kann an sich auch das Wasser einmal runterlassen. Ich muss sowieso nochmal hier hin. Okay, wir lassen mal das Wasser runter. Ich möchte nämlich nochmal in den mittleren Raum, weil ich glaube, da war eine Skulptur an einer Stelle. Ich denke mal, wir müssen sowieso das Wasser eh nochmal runterlassen. Da komme ich auch noch eine Truhe dran, unten rechts. Okay, und da ist der Boss. Okay, viel fehlt also ja nicht mehr in dem Tempel. Vielleicht können wir im nächsten Part ja schon den Boss machen. Dann wird es wirklich wieder... zweieinhalb Parts. Nicht viel auf jeden Fall. Der Wassertempel war doch angenehmer, als ich dachte. Da hat's geklappt mit an der Wand abprallen. Komisch. Egal. Wie gesagt, der Tempel ist halt doch ziemlich angenehm gewesen. Der Tempel selbst halt, dadurch, dass ich die Schuhe so schnell wechseln kann. Echt, ja. Ein schöner Tempel ja schon fast. Der Miniboss war ja auch ein Witz. Oh, perfekt, dass ich sogar gerade einen Schlüssel dafür habe. So, was haben wir denn in diesem Raum? Viele Gegner. Sind die vielleicht schneller tot? Ne, damit sind sie nur paralysiert. So. Schließen wir erstmal alles hier ab. Wupp, bop, bop. Spring doch hier nicht rum. Ich hab schon fast getroffen. 18 Pfeile nur noch. Eieiei. Das war schön getroffen. Aber hier hinten schieße ich mal sicherheitshalber auch noch ab.
Ach, die bewegen sich jetzt plötzlich. Was war mit den anderen in einem anderen Raum? Die hatten keinen Bock, sich zu bewegen, oder wie? Naja. So, schauen wir mal. Schauen wir erstmal darüber. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier hinschwimme. Ich werde aber vom Wasser hin und her getrieben. Ja, da haben wir so ein paar kleine Mantarochen. Au. Elektromanta. Na komm. War das alle? Scheint so. Dann einmal runter und Schalter aktivieren. Ach, ich muss da unten auch noch drauf bleiben. Oh. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ach, boom. Okay. Schieben wir mal durch. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich schiebe es einfach mal durch. Scheint richtig gewesen zu sein. Kann ich von der Seite auch? Ja, ich kann auch von der Seite auch dahin. Ich hoffe mal, es war richtig. Nicht, dass ich es jetzt hätte ziehen müssen. Kann ich jetzt einfach... Nee, ich kann aber ziehen, oder? Kann ich auch da rausziehen? Ja? Okay. Falsche Richtung, falsche Richtung. Ich muss da hinten auf den Schalter draufziehen. Drücken. Wie auch immer. Bam, 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 bam. So. Nochmal zurück. Und nochmal hier hin. So, nochmal ziehen. Soweit es geht. Ich kann ja hier nochmal schnell auf die andere Seite gehen. Wie tief der mal runtertauchen muss. Kann ich einfach ganz sanft ins Wasser gehen? Da wird es auch nicht wieder so lange dauern, bis er wieder auftaucht. So, und... Jetzt wieder auf die andere Seite. Da fängt man einmal von der falschen Seite an und dann... Ja. Darf man alles doppelt machen. Kann ich schon mal wieder hier rüber gehen. Und nochmal dann von der Seite schieben und dann haben wir es auch. So. Und dann fällt der Stein gleich runter. Perfekt. So kommen wir auch hier hin. Keine Ahnung, ob wir auch anders hier hinkommen können, aber so kommen wir hier jetzt hin. So. Euch beiden schieße ich dann doch lieber erst einmal ab. Oder ich lasse euch einfach runterfallen. Ja, das geht auch. Nein, ich bin nicht daneben gesprungen, gut. Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte rollen und hab zugeschlagen. Ich bin ja auch ein Idiot. Wie habe ich das denn bitte gerade verwechselt, dass ich die Rollen mit Zuschlagen verwechselt habe? Naja. Wenigstens haben wir das jetzt. Hallo? Ich wollte schon sagen, mach die Tür auf. Oh, 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 Skulltula. Moment, komm mal kurz raus hier. Perfekt, Nummer 40. So. Oh, stimmt ja. Ich kann ja euch auch von hinten besiegen. Was?
Okay. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Nein! Nein! Natürlich fehlt mir ein Schlüssel. Warum auch nicht? Wo ist denn der Schlüssel? Da unten. Was vergesse ich? Natürlich den Schlüssel. Wo soll ich auch wissen, dass man da gerade einen Schlüssel braucht? Ja, 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 geh mal weg. Bin ich gerade in die falsche Tür reingegangen? Jo, ich bin in die falsche Tür reingegangen. Ich wollte auf die andere Seite. Hallo, lass euch nicht von mir stören, ich bin wieder weg. Ah, ja. Dann gleich den ganzen Weg nochmal dahin. Ich hoffe mal, dein Raum hat sich wenigstens gespeichert, wo ich den Block verschieben musste. Wie kann man sowas auch ahnen? So, weg von den Dingern. Au. Gut, das heißt, wir müssen erstmal den Wasserstand jetzt mal jetzt hochheben, um eine Stufe. Um dann da dran zu kommen. Na gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann erst im nächsten Part. Wir müssen uns hier drin nochmal schnell in Sicherheit. Dann wird es vielleicht doch den ganzen nächsten Part dauern, den Tempel noch zu beenden. Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.